Vom Naturfreundehaus in Herrenberg geht es heute mit dem Rad nach Tübingen. Die 25 Kilometer lange Strecke führt uns durch den Naturpark Schönbuch, vorbei an Wildgehegen und Wald und Wiesen. Mit im Gepäck haben wir zwei leidenschaftliche Radfahrer. Ich fahre seit 10 Jahren Fahrrad und bin heute im Schönbuch unterwegs. Hier soll eine tolle Strecke sein. Wir sind jetzt hier abgefahren. Das ist wirklich toll. Es ist nicht zu steil. Es sind tolle Abfahrten dabei. Wir können auch mal rechts und links vom Weg ab kleinere Trails fahren. Und es ist eigentlich wirklich sehr, sehr schön. Und das Wetter macht dann auch noch mit. Das ist eigentlich super. Auf halber Strecke gibt es erstmal eine Stärkung. Im Schönbuch gibt es mehrere Grillstellen. Der älteste Naturpark zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb umfasst 156 Quadratkilometer und ist auch für Familien und normal sportliche Fahrer geeignet. Ich fahre sehr gerne mit dem Fritz Fahrrad. Wir machen das auch öfters. Allerdings muss er sich mir anpassen, denn ich bin nicht so die sportliche Fahrerin, sondern fahre eher hobbymäßig, freizeitmäßig. Ich genieße die Gegend und man kommt einfach schneller voran als zu Fuß und man genießt aber die Gegend und die Natur viel intensiver als mit dem Auto. Ein echter Schatz sind Kloster und Schloss Bebenhausen, die vermutlich auf das 12. Jahrhundert zurückgehen. Und wenn man Glück hat, dann wird hier sogar Musik gespielt. Endspurt nach Tübingen. Und wer jetzt aufs Rad steigen und die Tour fahren will, für den hat Fritz noch ein paar Tipps parat. Bezüglich Equipment. Ich bin da eigentlich auch noch nicht der Fachmann, aber man sollte darauf achten, dass das Fahrrad, die Rahmengröße sowie die Geometrie vom Körper zum Fahrrad richtig eingestellt ist. Auch die Sitzposition nach vorne vom Lenker, der linke breite Höhe, sodass man wirklich auch nicht gesundheitliche Schäden davontragen kann mit den Knien oder sonst was von der Sitzposition her. Und wenn der Fahrrad richtig eingestellt ist und man sitzt top drauf, macht das Fahrradfahren auch viel, viel mehr Spaß. Fritz weiß, was er tut, denn er war bereits auf mehreren Radrennen unterwegs. Auf tourismus-bw.de gibt es den Plan der Tour zum Nachfahren. Nach 5 Stunden Fahrt haben es Maria und Fritz erstmal geschafft.